das denn kurz bevor sie in die Suchtstation eingeliefert wurden, entstanden? Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ja, also... mir wurde Stoffe angeboten. Und dann habe ich es mir auch irgendwann selber gekauft und war dann auch in so einem Teufelskreis drin. Ja, es war sicherlich eine schlimme Situation für Sie. Und um die weitere Entwicklung der Sucht verfolgen zu können, hier noch ein Rückblick. Sehr gut. Könntest du deine Arbeit mal bitte beenden, die anderen in der Klasse warten? Ich kann das alles nicht! Ich schaff's nicht! Und ich kann nicht! Wir sehen hier eine relativ typische Symptomatik. Das Suchtmittel hat beim Patienten bereits schwerwiegende körperliche Schäden angerichtet. In einer Stresssituation wie dieser zeigt er aggressive Verhalten. Wenn die Droge dann zusätzlich dazu nicht verfügbar ist, fällt es den Betroffenen besonders schwer, sich im Alltag zurechtzufinden. Auch Familienprobleme treten häufig auf. Voll schwer für eine Mutter, wenn das Kind süchtig ist. Entschuldigung. Sie ist dann immer so aggressiv und sie lässt keinen an sich ran und nicht mal mich oder uns halt. Ja, ich kann nicht mehr. Wir haben schon viele Versuche gestartet, sie vom Stoff abzuhalten, aber es hat keiner was genützt. Jetzt haben wir auch schon noch einen. Nein! Noch nicht ganz. Ihr seid alle davon betroffen. Ihr seid alle süchtig. Ihr müsst den Konsum unbedingt reduzieren, um nicht noch weitere Schäden anzurichten.